Hey ho Freunde des Gaming und willkommen zurück zur 24. Folge vom Let's Play Minecraft. Der letzte Folge für mich für heute. Nice. Ich habe heute wieder vier Folgen vorgenommen, also vorproduziert, weil ich die nächsten Tage nicht wirklich viel Zeit habe. Deswegen. Weil ich euch jeden Tag einen liefern kann. Ja. Ja, es wird aber 1.34 Uhr. Ja. Und dann, ja. So. Alles klar. Pflanze im Dings. Gut, hier hinten können wir noch was farmen. Wir haben einen Vorteil, wir haben überall diese neuen Materialien, die sind überall, die spawnen so häufig. Wir haben so viel Füllmaterial. So, warte mal, das können wir auch mal hinsetzen. Bap. Dann gehen wir einfach mit glatten zwei Stacks raus. Ans Tageslicht wieder. Und dann mal gucken, ob wir jetzt diesen Rigling schon mal halbwegs fertig kriegen, dass wir hinten schon mal anfangen können, wieder Häuser zu bauen. Stimmt, hier hinten wollte ich schon mal anfangen. Ich frage mich, wie habe ich es geschafft, damals nachts um 3 irgendwelche Let's Plays aufzunehmen oder um 4. Und ich war hellwach. Mittlerweile bin ich 20 und ich schlafe um 22 Uhr schon ein, normalerweise. Ich sag euch, ey, das ist so anstrengend mittlerweile geworden. Schade. Ist wieder kein Material. Ach Mann, 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 Mann. Ich brauche noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ich glaube, in der Kiste haben wir kein Füllmaterial mehr. Das ist halt teilweise echt das Problem. Wenn man halt irgendwelche Materialien braucht. Früher habe ich teilweise echt Erde benötigt, da musste ich mit Cobblestone nachhelfen. Diesmal ist es komplett umgedreht. Das brauchen wir. Oh, wir haben echt Sachen, die wir brauchen. Dann gehen wir wieder ab in die. Gut, dann hinten haben wir auch wieder schön genügend Materialien. Und dann kann ich mir gleich am Ende der Aufnahme, Leute,
Es macht echt jeden Tag Spaß für euch. Es macht echt Spaß für euch, Videos aufzunehmen. Aber vor allen Dingen jetzt durch Minecraft wieder. Das war, Minecraft hat ja richtig viel Fun. Aber das Problem ist, ey, ich bin echt verdammt müde. Gut, hier hinten haben wir noch. Ach, schade. Gut, dann machen wir und kaufen wir mal zwei Spitzhacken. Alter, auf jeden Fall, Leute, ich war noch seit Ewigkeit nicht mehr so K.O. wie jetzt. Ich glaube, eigentlich könnten wir auch Glas nehmen zum Füllen, aber Glas ist wieder wichtig. Glas ist wieder sehr wichtig. Gut, dann nehmen wir das hier raus, das dahin. Weil Glas ist wirklich in der Hinsicht ziemlich wichtig. Da wieder Sand nicht mehr, kein unendliches Material mehr ist, ist das Problem. Wer sich an die guten alten Bugs noch erinnert. Wenn wir jetzt bei Dings wären, bei... Aber rein theoretisch Cobblestone ist ein unendliches Material, also Stein generell. Holz ist unendliches Material. Und zumindest die beiden Sachen sind hauptunendlich. Aus den beiden Materialien kannst du eigentlich echt alles machen. Bloß irgendwann, wenn dir die Diamanten ausgehen, wenn du irgendwann die Welt komplett zu 100% durchgefarmt hast. Gut, haben wir jetzt nochmal irgendwie was? Da hinten wollte ich nochmal. Nachdem wir das, na gut, dann das hier noch und das und das und das. Hinten haben wir immerhin genügend. Aber zieht das mal rein, mal kurz bitte, Leute. Wie lange, also wie viel von diesem Material hier überhaupt liegt. Hier hinten haben wir schon direkt die nächste Schicht mit diesen anderen neueren Materialien. Das kann man super als Filmmaterial nehmen. Okay, ist auch nicht unendlich, aber hier haben wir Obsidian ist unendlich. Du kannst unendlich Obsidian machen quasi. Okay, nein, okay, nicht ganz. Außer wenn du es wirklich vernünftig anstellen könntest, aber ist eher unrealistisch.
Und hier hinten ist noch mehr. Leute, überlegt euch mal, guck mal, wie wir schon wieder gesammelt haben. Hier hinten haben wir noch eine Höhle. Wir bräuchten unbedingt noch mehr TNT. So. Hier ist noch mehr. Alter, wie viele Steine wir davon haben. Überlegt mal gerade, wie viel wir wieder weggemacht haben. Aber gut. Ja. Wir haben wieder genügend Materialien am Stissel. Also wir haben echt wieder schön viel Materialien. Dann jetzt mal. Den ganzen Kram noch, Alter. Nachdem wir... Alter, Leute. Jetzt ist die komplette Ebene fast fertig. Müssen nur die Wege verlegt werden. Dann müssen nur auch Häuser gebaut werden. Mal hier hinten. Da müssen hier hinten noch mal Sachen gebaut werden. Alter Schwede, ey. Das ist so krass, ey, Leute. Wenn wir die Fläche noch fertig haben, dann haben wir eigentlich so gut wie alles. Dann haben wir zumindest wieder echt Fläche, Häuser zu bauen. Dann heißt es Holzfarm. Komm, ja, passt. Nein, den, okay, die Sachen brauchen wir jetzt. Einfach gut. Ich würde sagen, jetzt aber war es auch schon quasi für diese Folge.
nachdem wir diese paar Blöcke noch gesetzt haben, damit wir erstmal hier die ganze Fläche erstmal quasi so weit fertig haben wie möglich. Gut, sagen wir haben jetzt diese Fläche hier geschafft schon mal. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns bei der nächsten Let's Play oder bei der nächsten Folge Minecraft wieder. Bis dahin, ciao.